Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen, man sieht es oben schon, Starbound. Nicht alleine, mit dabei ist der Break, ich grüße dich. Moin Moin. Oh, und Starbound ist noch Early Access laut Steam und offiziell steht es unten rechts, das ist noch Beta-Version. Aber auch schon einen guten... Ups, der Charakter ist wohl noch da, obwohl ich ihn gelöscht hatte. Aber schon einen coolen Fehler festgestellt, wenn man nämlich die IP nicht eintippt von dem Server. Also wenn man das einfach leer lässt, dann stürzt das Spiel ab. Da fehlt noch der Error-Händler. Was nehme ich denn für eine Spezies? Hier gibt's Menschen. Dann gibt's Avian, also Hühnchen. Affen. Florana. Hylotls. Kann ich nicht aussprechen. Das sind irgendwie so komischen. Wissen nicht. Lassen wir es einfach bei Alien-Rasse. Ja, es ist die Alien-Rasse. Und die Glitch. Was dann so Roboterviecher sein sollen, wahrscheinlich. Ich bin mir sicher, entweder so ein Blumentypi. Oder so ein Vogeltypi. Also ich habe einen Roboter genommen. Gucken wir, die haben auch so coole Haare irgendwie, finde ich, diese Blumentypen. Gucken wir mal. Hey, eine Rose auf dem Kopf. Oder ich nehme doch einen Menschen, aber das ist so klassisch, weißt du? Ja, das ist ganz normal. Eben. Was haben wir für schöne Hühnchen? Mal. Zeig ich mal. Oh ja, so eine Punkerfrisur finde ich cool. Komm, gib mir nochmal die Punkerfrisur. Nein. Ja, sehr gut. Shirt. Das da. Ein schön Popolatz. Beak-Style. Was ist das? Ach so, das ist der Schnabel. Okay. Fluff. Ach, das ist die Gesichtsbemalung bei denen. Okay. Shirt Color. Pants Color. Aha. Federer Color. Eine Charakterauswahl, wie man es fast von Terraria gewohnt ist. Ja, ist das jetzt eigentlich ein offizieller Nachfolger oder ist das ein Nachfolger im Geiste? Wohl eher letzteres, da sich nur ein Teil des Entwicklerteams um Starbound kümmert quasi. Es ist einer, soweit ich das mitbekommen habe, es ist einer, der bei der Terraria-Entwicklung mit beigesessen hat, der Terraria eigentlich mitentwickelt hat. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, sogar eigentlich einer der Hauptentwickler gewesen. Der hat sich nun rangesetzt, ein neues Spiel zu entwickeln, das Terraria quasi im Geiste fortsetzt. Hm. So, wir starten ja, das ist noch auf Englisch, vielleicht wird es mal auch irgendwann auf Deutsch übersetzt oder so. Don't know. Also, wir sind ja irgendwo mal losgeflogen, um einen anderen Planeten zu finden und dann ist uns der Sprit ausgegangen, weil wir uns nicht entscheiden konnten, wo wir hingehen und deswegen wurde uns das jetzt abgenommen. Das ist ja, ich weiß nicht, ist das ganze Spiel gespickt von Quests? Du hast zum Anfang erst mal eine Questreihe, die dir die Grundsätze, sag ich jetzt mal so, erläutert. Ab einem gewissen Punkt bekommen dann einfach keine Quests mehr, weil einfach noch keine vorhanden sind. Ja, okay. Aber es soll dich höchstwahrscheinlich eine relativ lange Zeit lang durch das Spiel führen. Okay. So, jetzt mal das basiert hier jetzt halt noch alles auf Vermutungen, da wir halt noch nur quasi unfertige Beta spielen. Ja. So, deswegen kann es auch durch öfteren mal sein, dass sie einfach mal das Spiel vor der Hand abstürzt. Ja, das werden wir dann mitkriegen. So, die erste Quest ist es hier, diesen Materie-Manipulator einzusammeln. Das ist sowas wie, ja, quasi, das ist ein Ding, was alles abbauen kann. Mehr oder weniger langsam, finde ich, ehrlich gesagt. Ja, genau. So, Schwertchen nehmen wir auch noch mit. Broken Phoenix Sword, Two-Handed. Na, macht ja nichts. Dann ein paar Fackeln sind auch immer cool. Irgendwelche komischen Samen, die packen wir auch mit ein. Und dann noch andere Weed-Samen. So. 10 Pixels. Pixel ist hier wahrscheinlich die Währung, nehme ich an. Das ist die Geldwährung, genau. It's time to search the planet for fuel. To survive down there you'll need tools. To produce tools you'll need to make yourself a crafting table. Use your ship's teleportation platform to beam down. Also jetzt müssen wir so ein Crafting Table halt bauen, okay. Aber bevor wir da runter gehen, gucken wir uns das hier mal noch ein bisschen das Schiff an. Eigentlich sieht das Schiff von den Vögeln ganz cool aus, finde ich. Ja, das habe ich bis jetzt nicht gesehen. Die einzigsten Schiffe, die ich kenne, sind die von Floran und jetzt das Glitch-Schiff. So, Tech Selection, weiß ich nicht, was, man wird sich später noch rausstellen, was das ist. So viel wollen wir noch nicht spoilern. Und einen 3D-Drucker hatten wir ja auch, wenn man dann irgendwelche 3D-Druck
Dateien hat, quasi, kann man sich das dann damit drucken lassen. Ja, du kannst über den 3D-Drucker dein Geld quasi verwerten. Mhm. Außer vom Händlerverkauf, Ankauf, was du unten auf Planeten machen kannst, wenn du Glück hast und eine Zivilisation auf deinem Planeten hast. Genau. So, und hier ist der Treibstofflager. Da habe ich schon rausgefunden, kann man Kohle und Holz reinpacken. Dann geht das voll und dann kann man woanders hinfliegen. Genau. Und hier haben wir eine Planetenliste. Auf welchem Planet bist du gerade? Alpha Gamma Del 542. 542? Nummer 2? Nummer 2. B, auf dem Mond. B. Bin ich. Du bist auf B, bist auf einem anderen Planeten. Scheiße. Ich bin auf... Mir schon fast gedacht. Na gut, okay, dann hole ich mir ein Holz und dann fliege ich zu dir. Bist du im selben System? Ja. Ich bin im selben System, aber ich habe ja keinen Treibstoff. So, und jetzt sind wir auf Alpha Gamma Del 5422C. Ja, gut, doch, da bin ich auch. Auf C? Ja. Ich dachte auf B. Nee, ich hab auch, bin der Meinung, ich habe C gesagt. Oh, doch, da bist du. Immer runter. Cool. Ja, seid ihr da sein eigenes Schiff? Wie heißt du? LOM Break, wa? Oh, klar. Kann ich dich einfach so antippen? Oh. Drückst du einfach Alt, dann siehst du den Namen. Ja. LOM Break. Ich lade dich mal in die Party ein. Mach das. So werde ich dich, glaube ich, anhauen können. Eben. So, ich habe dich invited. Und da ist er, Dream. Hau mich mal. Ja, sehr gut, wir können uns nicht boxen. Juhu! Und man kann sich ducken in dem Spiel. No, bringt das Ducken bis jetzt noch nicht sehr viel, außer dass du einen Pixel tiefer schlagen kannst. So, dann wollen wir gleich mal hier demonstrieren, wie man hier abbauen kann in diesem Spiel. Das ist der Materie-Manipulator und da klickt man einfach drauf. Am Anfang, ja. So, zack, zack. Und hier, Erde geht noch relativ schnell und jetzt probieren wir mal mit dem Baum da aus. Du merkst, baust du gleich 4 Blöcke auf einmal ab. Wenn du Shift gedrückt hältst, ist es wie bei Terraria nur ein Block. Achso, okay, cool. Knick, knack, knack. Es ist hier in dem Sinne, es ist nicht mehr so wichtig, direkt von vornherein gleich ein Haus zu bauen, damit du sicher bist, du kannst hier Tag und Nacht lang einfach angegriffen werden. Haben wir die Musik noch ein bisschen leise gemacht? Gegner gibt's jeder Standortzeit und Tageszeit, ja. Minutenzeit. Hat die Taschenlampe eigentlich eine Batterie? Oder leuchtet die einfach immer? Ich hab's noch nicht rausgefunden. Man lese den Tooltip der jeweiligen Items. Dort stehe es drinne. Bis jetzt habe ich noch keine Taschenlampe gesehen, die wirklich Energie verbraucht. Hm. Der steht ja ebenfalls dabei. Wahrscheinlich wird dann von der Energieerzeugung des Anzugs angezapft. Hm. Da wir uns hier auf dem Stadtplaneten befinden, würde ich erst einmal vorschlagen, dass wir uns quasi einfach immer eine Reihe rumbewegen. Mhm. Das ist ja wie, wir können nicht, wie wir es von Terraria aus kennen. Ich nehme das jetzt einfach immer als Referenz, da es einfach als Referenz dient. Sehr gut. Einmal nur nach links oder nach rechts laufen. Wir können hier quasi einmal um den kompletten Planeten im Kreise drumherum laufen. Das heißt, wenn wir einfach nach rechts laufen, kommen wir irgendwann wieder hier an. Ach so, cool. Zack, 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 zack. Ein bisschen Wut noch einsammeln. Dann können wir gehen wir mal nach rechts. Gegner! Ich bin auch schon mal gestorben vorhin beim Testlauf. Kostet dich bis jetzt bis auf Geld erste Mal noch nichts. Gucken wir uns noch ein bisschen hier den Planeten an. Sind das da. Das sind quasi Ureinwohner, die als Gegner dienen. Das sind freundliche Einwohner. Es gibt aber noch keine wirkliche Möglichkeit, die zu unterscheiden. Du kannst einfach nur ranlaufen, hoffen, dass was passiert. Wenn nicht, sind sie freundlich. Wenn doch, dann. Also spätestens, wenn die brüllen, sind die böse. Nächste vor uns rum. Ich wollte mir noch gerne. Mann, jetzt spring doch da hoch, du dummes Huhn, ey. So. Mal demonstrieren, wie lange das dauern kann, was Richtiges abzubauen, wie zum Beispiel hier unten. Das ist wahrscheinlich Kupfer oder Eisen oder sowas. Ja, du hast da einmal Kupfer und nebendran ist ein bisschen Kohle. So, irgendwann fällt es schon ab. Im jetzigen Stand der Beta ist es noch so, dass du ungefähr bis Planetenlevel 20 kommst. Da ist danach ein... weiß es nicht, ob es gewollt ist oder nicht gewollt ist, eine kleine Verschiebung in den Erz-Spawn-Raten gibt. Mhm. Erz, das du relativ früh brauchst, also ich habe schon mal gespielt, ich bin ein bisschen weiter, das Board auf Planeten, die du fast doch gar nicht erreichen kannst, außer als One-Hit-Wonder. Okay. Das heißt, du kommst auf den Planeten runter, siehst einen Gegner, der guckt dich nicht mal schief an und du fällst schon einfach tot um. So, ich hoffe mal, gesagt, dass,
mit dem nächsten Patch die Probleme beheben. Entschuldige, viel Spaß. Also, wie man sieht, das dauert ja mega lange, das Abbauen irgendwie. Gibt's dann, vielleicht gibt es dann später noch bessere Tools, um Sachen abzubauen, weiß ich nicht. Also es gibt erstmal handelsübliche Spitzhacken, die man dann wieder verwenden kann. Mhm. Cool. Kannst du dann. Ich will auch mal Geld machen. Ich brauche Geld. Ja, da ist nicht viel Kohle drin. Die kannst du dann relativ einfach dann aufwerten, indem du halt ein bisschen Erz reinpumpst. Allerdings haben die Dinger Haltbarkeit, wie man es von Minecraft kennt. Mhm. Na komm. Die Ranken würde ich dir empfehlen abzubauen, weil von diesen Pflanzenfasern, die dann rauskommen, kannst du dir Verbände herstellen. Die Verbände sind erstmal lange Zeit das Einzigste, was dir, sagen wir es mal so, eine HP-Rec verschafft. Okay, danke schön, dass du mir das gleich. Ja. Kriegst du dann die Hälfte davon ab. Du zeichnest dir das Videomaterial auf, also ist es, also, glaube ich, am sinnvollsten, wenn du das auch erstmal benutzt. Kannst du gleich mal das Crafting-System ausprobieren. Ja, das werden wir auch gleich mal tun dann. Moment. Ja, aber ich möchte dir trotzdem was davon abgeben. Du hast es mir ja abgebaut. Warte. Inventar. Ja, nicht beste Lineale. Ach nee, halt. Mal Dirtblock, den Schwachsinn, ja. Die sind übelst riesengroß, die Dirtblocks. Ja, wie gesagt, wenn du die. Du hast jetzt vier Blöcke platziert. Wenn du einen platzieren willst, Shift drücken. Ah ja. Okay, cool. Wood. Hier ist es halt nicht mehr so, ich habe einen Block. Hier ist es halt, ich habe vier Blöcke. Hm. Mit Shift habe ich nur einen. Hm. Warte, wie viel sind das da? 24. Kann man da die mit Rechtsklick die Hälfte wegnehmen? Cool. Kann man tatsächlich. Ja. Nett. So, Kuh, weg damit. Bitteschön. Genau. Ja. Oh, gucken wir mal, ob wir hier irgendwo ein Haus finden. Weil hier sind ja auch andere Starbounding-Leute. Können. NPCs. Kann sein, dass sie dann irgendwo können. Ein Haus bauen und so ein Scheiß. Und ich habe eine Grapefruit. Nee, einen Grape Seed und einen Grebs. Ja, die Sachen kann man auch abbauen. Ich denke mal, das ist dann zum Färben von irgendwas. Mhm, genau. Die kann man entweder abbauen mit dem Materie-Bummens. Oder man drückt einfach auf E. So, und dann das E ist quasi pflücken und benutzen. Oh, den hast du aber einer reingehauen. Ja, er mir aber auch. Oh, ich habe mein Schwert weggepackt. Das ist schlecht. Nein, halt, ich habe mein Schwert weggeworfen. Das ist noch schlechter. Fuck. Hast du es fallen lassen oder in der Mülltonne gedroschen? Nee, also in der Mülltonne nicht. Hilfe! Ah, das fallen immer mehr. Scheiß die Wand an. Ich bringe ein paar Leute mit. Naja, ich muss aber deinen Arsch retten, ja. Aber. Oh, du hast ja noch gut HP. Da unten ist noch einer. Ja, der macht nichts, glaube ich. Okay. Wo hab ich denn das hingepackt, ey? Was ist denn das? Ja. Wahnsinn. Wo brauchen wir jetzt? Gegen den Gegner, die werfen das öfteren mal Scheiße weg. Okay, das kann eigentlich, wenn da nur hier unten liegen. Nee, auch nicht. Ist das kaputt gegangen? Sicher, dass es im Inventar ist. Nee, kaputt gehen. Also Waffen gehen nicht kaputt. Ich hab's nicht im Inventar. In einer anderen Tasche vielleicht? Muss man im Inventar gucken, du hast da oben zwei Taschen. Das sind zwei unterschiedliche. Nee, auch nicht. Das ist ja schon wieder der Mega-Fail hier. Ja, er fängt an und was ist das Erste, was er macht? Seine Waffe kaputt machen, genau. Obere Arbeit. Darf ich hier wieder Bodyguard spielen? Jo, Hammer. Oh, nein. Oh, warte, kriegst du wieder? Das, wo ist die Bandage? Bandage? Das sind meine Bandagen, die er zugeworfen. Wo du sie ja nicht brauchst. Dann renne ich immer ein bisschen mit der Taschenlampe. Guck mal bei dir im Inventar, vielleicht hast du meins aufgesammelt. Ich hab schon geguckt, also ich sehe nichts. Schade. Jo, Fleisch. Juhu. Fuck ey, was machen wir jetzt? Ohne Waffe bin ich ja quasi schutzlos. Ja, das bist du durchaus. Aber vielleicht kann man ja irgendwelche mal Sachen dann kaufen. Ja, kaufen schon, aber nicht von dem Geld. Was wir haben. Au. Sollte es nicht reinlaufen. Allerdings können wir auch gucken. Ich glaube, das Standardrezept für einen Bogen war ein bisschen Holz und ein paar von diesen Pflanzenfasern. Okay. Das heißt, können wir mal gucken, dass wir uns gleich mal eine Crafting Table bauen. Genau, eine Workbench zusammenbauen, dass wir dann ihren Bogen hinpflastern. Mhm.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob der feindlich oder freundlich war. Nee, der war eigentlich freundlich. Aber jetzt nicht mehr. Ja, bauen wir uns hier einfach mal ein bisschen was auf, oder?